Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und ich habe so unglaublich viele Kommentare bekommen. Marcel, du spielst auch die Kampf Pro, du brauchst aber die Baumeister Pro Technik zum Bauen. Deswegen seht ihr jetzt ganz kurz eine Runde mit Monte, die ich gespielt habe, bevor er offline gegangen ist. Das war leider nichts, aber egal. Danach habe ich ein bisschen geübt und da ist eine richtig, richtig geile Runde raus geworden, die mir richtig viel Spaß gemacht hat am Ende. Auf jeden Fall mal auschecken, hat richtig, richtig viel, habe ich schon erwähnt, dass es richtig viel Spaß gemacht hat eigentlich. Egal, Leute. Viel Spaß beim Video. Let's go. Ihr müsst euch so vorstellen, bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber das war früher halt einfach so. Wir sind nicht in die Disco gefahren, um Party zu machen, sondern wir sind in die Disco gegangen, um uns zu prügeln. Das war halt unsere Art, Party zu machen. Das war halt unser Ding so. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, Türsteher, dies, das, fanden das nicht so gut. Und dann gab es auch ziemlich schnell eigentlich immer Hausverbot. Gegner bei mir. Ich komme runter, ich habe nichts. Ich muss mich beschützen. Was habe ich denn? Sauber. Finish ihn mal. Hat er eine Waffe gehabt? Ja, perfekt. Warte. Hast du mal gewonnen oder hast du mal richtig aufs Maul bekommen? Ist selten gewesen, dass ich auf die Schnauze bekommen habe, muss ich gestehen. Aber ich habe auch, wenn ich auf die Fresse bekommen habe, dann auch richtig. Aber meistens dann auch nicht von einem. Sondern dann sind mehrere auf mich draufgegangen. Aber ich habe auch schon mal aufs Maul bekommen, so ist es nicht, ne? Gehört auch dazu, Digga, ist ja ganz klar. Wenigstens ehrlich. Du, man kann. Es wird immer jemanden geben, Digga, der stärker ist als du. Das ist ja ganz klar. Wäre ja auch sonst langweilig. Und mal richtig einen in die Fresse zu bekommen, tat auch mal ganz gut, Digga. Echt? Ja, da ist man halt wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, ne? Dass man nicht unverwundbar ist. So vom Ding her. Ich hatte mal meinen Kumpel Jermaine, der hat es mal für mich ausgetragen, weil ich die größte Pussy der Welt war. Ich bin so der Erste, der wegrennt. Ich bin so der Typ, den du so wegrennen siehst. Da weißt du mal selber dabei. Du eigentlich auch vernünftig, Digga. Also, wie gesagt, eigentlich auch andersnehmlich. Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, was ich da gemacht habe und in Ah, die welche looten hier, die beiden Häusern sind die gerade. Ja, Moment, Marcel, weil geh noch nicht hin. Nee, nee, ich pre-aim nur erstmal ein bisschen. Ich spiele übrigens immer noch Kampf Pro. Okay, warte, den. Hab einen down. Wo sind die, links oder rechts im Haus? Rechts. Den einen habe ich gefinisht. Der andere ist aber safe in der Nähe. Oder die haben sich gesplittet, weil er war nicht sofort tot. Hinter uns, hinter Hinter uns. dir? Okay. Ich habe Angst, dass immer noch hinter mir einer ist. Guck du hinter dir, ich guck nach vorne. Ja. Ich sehe ihn aber auch nicht, Digga. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ich weiß nicht, Da ey. oben, ich sehe ihn, ja. Siehst du ihn? Hinterm Baum ist er da. Ah, ja, okay. Oh Gott, Digga, der hat mich fast, der hat mich fast. Ich muss mich zurückziehen, Digga. Wie meine Ja, Vorhaut, ich push. Noro. So. Hoffentlich sieht er mich hier nicht, Digga. Ich laufe auch geduckt wie so ein Vollidiot. Schaffst du es alleine oder so? Ich muss mich. Ey, falsch. Es ist wieder ein ganz komischer Gunfight, Digga. Ganz komischer Gunfight. Erstmal kann er sich durch die Wand durchglitschen. Ja, ich Und dann weiß. diese Duelle. Wenn du mit dem Gegner rumspringst, dieses Auto-Aim, Digga, fuckt einfach einen ab, Digga. Jetzt hat er dich geholt noch. Ja, natürlich. Du hast ja Ja, deinen Kollegen auch direkt gefinisht. Digga, Das aber merken sich solche Leute. ich darf das ja auch, Digga. Ja, klar. So, let's go, Digga. Das ist schon, Digga, ich hab's mir auch gerade nochmal angehört. Das Lied ist schon geil, Mann. Ich habe damals hatte ich einen heftigen Remix davon. Ich müsste ihn nochmal raussuchen. So ein Hardcore-Trap-Remix davon. Der hat gebumst, War das gerade gar kein Remix? War dieser Gitarrensound da immer drin? Digga. Der am Anfang? Ja. Ja, klar, Nice. das war doch das Epische da dran, Bruder. Ich weiß nicht, ich kenne das auch. Dann kannte ich wahrscheinlich auch den Remix eher. Nee, der Remix ist ja erst vor ein paar Jahren rausgekommen, so mäßig. Okay, Also Digga, glaube dann ich nicht, halt dass lieber du die den Remix Fresse. kannst. Besser ist das, Digga. Digga, die Shotgun hier unten gehört dir oder? Jo. Dann hole ich mir die da hinten. Schnell, schnell, schnell. Hier unten sind schon, es ist ein Haufen Leute gelandet. Okay, warte, ich komm, lass mal zusammen jetzt schön, sonst ist es immer direkt. Okay, das war's wieder komplett. Wo ist der? Ja, Bei da mir noch ein hinten. Ich Gegner sehe ihn, hier, der Digga. Tonne. Ich sehe ihn, aber ich kann nichts Achtung, machen. Ich Achtung. versuche ihn zu flanken. Digga, hinter mir ist direkt einer.
Einen habe ich hier. Oben. Okay, ich habe beide hier. Ich habe auch einen. Sauber. Sind aber noch welche, sind aber noch welche. Ja. Ich werde noch von irgendwo beschossen, Bruder. Oben, oben, von oben, von oben. Okay. Ja, Marcel, komm mal her. Warte, ich habe noch Minis, warte. Ja, achso, ich habe auch Minis, gut. Oben in, bei Dusty waren die drin, ne? Ja. Wie gesagt, die waren oben im Tor drin, ne? Ich habe nichts für Entfernung gerade. Zack, zack. Im Turm, zack. Also im alten Dusty, im alten Depot so. Ja, ja, oben drin. Die laufen mir gerade über den Weg unten. Boah, war der Schuss knapp. Die pushen sozusagen. Digga, ah, die Jacke, okay. Schüsse sind gerade Klaus. Ich gehe erstmal unten in die Halle rein, Digga. Die sind direkt vor dir, die sind direkt vor dir. Ja, ich weiß, ich weiß. Einer ist hinter dir reingekommen, einer hinter dir. Ja, ich hab Glück, Digga. Oh, fuck, man. Freunde, wir machen für heute Feierabend. Bei mir geht heute nichts mehr, Digga. Heute ist die Luft schon längst raus. Grauer Eier und Scheiße, Freunde. Jojo Warrior nochmal mit 10 dabei. Schade, dass man nicht per Handys haben kann. Ich glaube, das geht, Digga. Aber ist auch egal. Freunde, wir machen für heute Feierabend. Heute ist die Luft draußen und da muss man auch mal offline gehen, egal. Oh ja, moin, das Bild im Hintergrund. Los. Du hast das komplett anscheinend. Auf jeden Fall ist der Dings, die Luft raus. Die Luft ist raus. Wo ist die Luft? Raus. So, Leute, ich will jetzt mal ein bisschen gucken. Ich bin zwar total dumm dafür geflogen, ich brauche aber irgendwo eigentlich nur so ein bisschen Bäume, Alter. Ich hätte eigentlich nach Lonely Lodge oder so fliegen müssen, aber egal. Ich will mal ein bisschen gucken, wie ich mit dieser Baumeister Pro... Also ihr werdet jetzt meine ersten Schritte damit sehen, Leute. Okay, wir gehen immer noch ganz normal so in den Baumodus. Ach, und dann... Wie platziert man denn jetzt aber? Trotzdem so? Ach, und so platziere ich die... Ah, ich verstehe. Das heißt, jetzt kann ich so quasi machen. Ah, okay, okay. Okay, das ist krass, Leute. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen drin haben. Okay, gut. Das heißt, was ich jetzt, der Unterschied zwischen jetzt und vorher ist, dass ich jetzt nicht mehr erst auswähle und dann platziere, sondern direkt platziere. Ah, jetzt habe ich das auch gecheckt. Ich habe es ein paar Videos nämlich schon gesehen, Leute. Und das haben mir von euch auch so viel in die Kommentare geschrieben. Okay, erstmal mit den Basics anfangen, Leute. Das wird jetzt wahrscheinlich Katastrophe. Das heißt, wenn ich jetzt einfach die ganz normalen Wände machen soll, das kenne ich ja noch. So, wenn ich jetzt hochspringe und so mache, ah, oh Gott, das gefällt mir so viel besser, Leute. Das gefällt mir sowas von viel besser. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Ohne Witz. Das fühlt sich ja direkt besser an. Okay, bis ich es natürlich richtig kann, wird es ein bisschen dauern. Okay, ich glaube, ich bringe mich mal ganz kurz um und fliege nochmal irgendwo hin, wo mehr als ein Baum pro Quadratkilometer steht. Ich weiß nicht, wie war es bei euch? Wie schnell habt ihr es gelernt? Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare. Ich weiß, die meisten von euch haben es wahrscheinlich innerhalb von 20 Sekunden gelernt. Waren sofort die allerbesten im Game. Oh, welch schöner Loot. Okay. Da kommt jemand runter. Gib mir bitte eine Shotgun. Bitte gib mir eine Shotgun. Sehr schön. Gut, dass du nicht aufgepasst hast. Gefällt mir. Okay. Ja, das liegt so eine AR. Hat sich aber um die Ecke versteckt hier hinten, ne? Hat sich einfach mal versteckt. Okay. Digga, was baut der sich direkt hier für eine Festung? Und ich mache einfach mal die ganz rustikale Variante. Nein, 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 nein. Hör auf. Ganz schnell rein hier in den Laden. Sehr gut. Ich bin echt die Baulegende, ich merk's gerade. Okay, Leute. Ich würde sagen, langsam klappt. Okay, sehr gut. Digga, wie viele Shotguns hast du dabei? Direkt 10? Okay, wir haben jetzt erstmal alles aufgeräumt. Brauche ich ja gar nicht mehr, weil nur eine kleine
Test, ob ihr aufpasst. So, das wollte ich machen. Alter, Leute. Also Salty ging gerade gut ab. Also ich würde sagen, jetzt haben wir Salty aber auch erobert, oder? Und auch eben gerade eigentlich wieder eine Sache ganz gut gesehen. Und zwar, der Typ hat zwar gebaut schnell, hat ihm aber auch nichts gebracht. Ich habe einfach kaputt geschossen die ganze Zeit. So, manche übertreiben auch richtig ihr Bauen. Mann, schade, dass du mir Blue Life gibst. Da hier ist aber jemand drin. Nice Wand. Okay, den haben wir. Ah, der hat sogar Blue Life am Start. Gib mal her. Gut, diese. Sehr schön. Trinken wir das auch nochmal. Wäre das jetzt auch traurig gewesen, hätte er mich jetzt getötet, oder? Ich meine, ich hätte es auch nicht verdient gehabt, finde ich. Oh Gott, Leute. Krass, wie der mich auf einmal bedroht hat. Boah, Leute, jetzt kommt der Baumeister-Skill hier. Wow, Digga, der hat so Glück gehabt, unglaublich. Er hat sogar ein Dach gebaut, Leute, ich kann nicht mehr. Ja, okay, dann verpisse ich mich jetzt. Oh Gott, Leute. Oh nein, wie weit? Okay, da hinten ist er. Okay, wir haben ihn, aber jetzt können wir keine Zeit mehr verlieren. Gib mir das jetzt. Okay, yalla. Okay, Leute. Boah, Leute, also ich würde sagen, die Runde läuft gut. Ich habe noch nie, wenn ich nicht in Tilted gelandet bin, am Anfang ganz gut Kills gemacht, so wie jetzt gerade. Okay, da hinten ist noch einer. Ich hoffe, dass der sich jetzt nicht so viel umdreht. Wir laufen jetzt natürlich einfach straight weiter und hoffen jetzt nicht ganz so viel Schaden zu bekommen. Aber es leben noch ganz schön viele für Anarchy Aches Battle of History, Digga. Auch wenn ich nicht gewinne, Leute, also scheiß drauf, die Runde macht mir auf jeden Fall Spaß. Da hinten ist noch einer, aber ich kann jetzt nicht auf den schießen. Aber ich bin hinter ihm, das ist ja schon mal der erste Vorteil. Okay, den hier muss ich mir auf jeden Fall holen. Wo ist er? Da hinten. Okay, Leute.
Das musste jetzt genau so laufen. In the Sky, ja. Nein, ich glaub's nicht. Ah, schade, Leute. Egal, ich würde sagen, die Runde war richtig nice. Klar, ich konnte jetzt nicht viel machen, weil, Digga, er hat halt genau da abgewartet und ich konnte da nicht viel machen. Schade eigentlich, Leute, ne? Ah, egal. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen das Bauen gelernt, würde ich sagen. Ganz kleines bisschen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.